Moin. Herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute wieder zu einem Lokomotiv-Review. Und ich habe heute was ganz, ganz Spezielles für euch mitgebracht. Die einen sagen, es ist porthässlich. Die anderen sagen, es ist ein absolutes Stück Technikgeschichte. Wir schauen uns mal heute die sogenannte V3201 bzw. V120 ein. Das ist ein richtig schöner technologischer Zwitter, kann man sagen. Die steckt nämlich genau zwischen der klassischen Dampflokomotive und der modernen Diesellokomotive. Und das macht sie so spannend. Starten wir wie immer mit dem Thema Unboxing. Das Modell hier, wundert euch vielleicht, hat keine Nummer. Das ist ein tatsächliches Sondermodell von Märklin und normalerweise haben diese Kästen ja auch eine Nummer drauf. Das Ganze stammt allerdings aus einem Set und zwar hat dieses Set hier die Nummer 34203. Das stammt aus dem Jahr 1999, hat drei Lokomotiven drin gehabt, unter anderem eben auch die V120. Aber genauso die V140 und die V188 als quasi die drei Urahnen der Dieseltraktion auf der deutschen Schiene. Das Ganze in einer Sonderedition 1999 rausgekommen, als quasi so eine Art Geburtstagsset für Märklin selbst. Märklin hatte damals 140-jähriges Bestehen, also 1859 bis 1999. Und da gab es dann unterschiedliche Sondermodelle. Und dazu gehörte eben auch dieses Set aus drei Lokomotiven, wovon das hier eben eine war. Interessanterweise aber eben keine Nummer draufgedruckt. Das macht die Recherche ein bisschen schwieriger. Der Karton damals war ein bisschen einfacher als die heutigen. Man zieht das Ganze einfach zur Seite auf, dann hat man den Blister, wie man ihn auch heute kennt. Allerdings hier in meinem Fall jetzt ohne den Außenteil und es gibt auch keine weiteren Schutzelemente, was heute auch manchmal dabei ist. Was es allerdings auch damals schon gab, ist dieses Filzelement eben oben auf der Lokomotive drauf. Einmal hier reingegriffen, den Filz runter und dann haben wir hier das Modell. Das stellen wir aber noch mal kurz zur Seite und schauen mal, was denn noch so in diesem Karton hier drin steckt. Das ist gar nicht mal so viel. Wir haben hier, und das sieht auch nach 23 Jahren noch aus wie gerade gestern gedruckt, das nicht ausgefüllte Garantiezertifikat. Und dann haben wir hier eine Anleitung für die V32 bzw. V120 und die ist ja überschaubar, muss man ganz klar sagen. Also erstmal gibt es hier ein ganz bisschen zur Historie auf der ersten Seite, das finde ich schön gemacht. Dann ganz schnell und einfach die Frage, wie öffne ich die Lokomotive? Dann die Bedienung des NEM-Schachtes, also die Lokomotive hat hier schon einen NEM-Schacht. Wechsel der Haftreifen, Wartung des Motors, Wechsel der Lampen, alle diese ganzen Sachen hier sehr detailliert beschrieben. Also klassische Märklin-Anleitung. Tatsächlich handelt es sich um eine Delta-Lokomotive. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, einen Digitalbetrieb einzustellen. Wir können also hier über diese kleinen DIP-Schalter, das seht ihr hier in der Beschreibung, dann eine Adresse definieren und diese dann digital ansprechen bzw. eben über unser Delta-System. Die meisten von euch werden den Digitalbetrieb haben und das ist das hier. Und dann seht ihr hier, welche Adressen ihr einstellen könnt über diese DIP-Schalter in der Lokomotive. Also zum Beispiel, wenn ihr eben die Adresse 26 haben wollt für die Lokomotive aus irgendeinem Grund, schaltet ihr nur den DIP-Schalter 4 auf ein und dann habt ihr die 26 als Adresse. So viel also zum Papierkram. Ansonsten ist der Karton für sein Alter relativ gut erhalten. Anscheinend wurde er in seiner Geschichte auch schon mal einzeln verkauft, denn hier ist so ein abgekratzter Aufkleber drauf. Ich habe die Lokomotive jetzt schon ein bisschen länger hier tatsächlich bei mir. Ich glaube so seit
November, Dezember und wollte euch die einfach unbedingt irgendwann mal vorstellen. Irgendwie nie dazu gekommen, dann gab es schöne Sondermodelle, wie zum Beispiel die neue dänische Dampflokomotive, die Litra E 991. Und ja, deswegen kommen wir erst heute zu dieser schönen Lokomotive. Und schön ist hier auch schon das Stichwort. Also wenn man die so anguckt, ich glaube, da scheiden sich die Geister dran. Es gibt mit Sicherheit einige, die diese Lokomotive irgendwie attraktiv oder schön finden. Ich persönlich finde sie ziemlich hässlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist so ein hässliches Entlein. Interessanterweise sind beide Seiten unterschiedlich. Also ihr seht jetzt hier die Seite, die geschlossen ist. Und wenn wir die jetzt einmal umdrehen, dann seht ihr die Seite mit den Fenstern. Die hat nämlich nur einseitig einen Gang gehabt. Dann sieht man auf beiden Seiten hier solche größeren Kühler, die sich jetzt hier farblich aber auch noch nicht mal abheben in dem Modell, weil es eben ein Spezial-Sondermodell ist. Und dann haben wir zwei Führerstände, auf jeder Seite einen. Und unten sieht es eigentlich aus wie eine Dampflokomotive. Und das macht diese Lokomotive so interessant, dass wir obendrauf eigentlich die Elemente einer Dieseltraktion haben und unten die Elemente einer Dampflok. Kommen wir, bevor wir jetzt also auf das Modell eingehen, nochmal auf das Thema Historie. Wie kommt man überhaupt dazu, sowas zu kreieren? Und diese Geschichte beginnt 1924. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir die Länderbahnen zusammengefasst zur eben Deutschen Reichsbahn bzw. Deutschen Reichsbahngesellschaft. Und ich habe euch die Geschichte schon ein paar Mal hier auf dem Kanal vorgestellt. Man hatte damals unglaublich viele verschiedene Dampflokomotiven und es wurden dann sogenannte Einheitslokomotiven entwickelt. Das bewegte sich aber alles immer im Bereich der Dampftraktion. Es gab allerdings eine neue Motorenart, die insbesondere durch den zu dem damaligen Zeitpunkt, 1924, gerade mal 6 Jahre zurückliegenden Ersten Weltkrieg, die hatte sich massiv weiterentwickelt durch eben den Ersten Weltkrieg. Und zwar war das das Thema Diesel- bzw. Verbrennungsmotoren. Und jetzt fragte man sich als Deutsche Reichsbahn, können wir das nicht auch für wirklich große Lokomotiven verwenden? Und so hat man dann 1924 den Auftrag an die Industrie gegeben, und zwar an die Maschinenfabrik Essling und die MAN. Man möge doch bitte eine Diesellokomotive entwickeln, ungefähr mit den Leistungsdaten einer T18 Baureihe 78. Die hat man auch als Grundlage genommen, um darauf eben diese Diesellokomotive aufzubauen. Das sieht man auch wunderbar hier unten und deswegen gibt es das Ganze auch als Märklin-Modell. Denn man kann eigentlich einfach eine Baureihe 78 nehmen und baut oben einen anderen Kasten drauf und dann hat man de facto optisch eigentlich schon diese V3201 bzw. V120. Warum hat man jetzt diese Baureihe 78 gewählt? Die Baureihe 78 hatte ein paar ganz entscheidende Vorteile. Man hatte diese preußische T18, wie sie ja original hieß, entwickelt für Schnellzug-Personenverkehr, auch auf Nebenbahnen, der in beide Richtungen gleich schnell unterwegs sein konnte. Das war ganz, ganz wichtig für die preußische Staatseisenbahn, die dann später ja auch in die Deutsche Reichsbahn mit aufging, als die Länderbahn aufgelöst wurden. Dass man also eine Lokomotive hatte, die vorwärts wie rückwärts quasi gleich effizient und gleich schnell unterwegs sein konnte, um eben so einen Vorort- oder Schnellzugverkehr im Regionalbereich, also man würde heute sagen, einen Regionalzugverkehr, einen schnellen Regionalzugverkehr auf die Beine zu stellen. Das Ganze wurde allerdings auch erst relativ spät gemacht, das heißt also die Baureihe 78 bzw. T18 wurde gebaut von 1912 bis 1927 in ungefähr 600 Exemplaren. Also auch relativ häufig tatsächlich für eine Lokomotive in Friesenszeiten. 600 ist da schon eine ordentliche Anzahl. Normalerweise lag man da ein bisschen niedriger. War also ein durchaus attraktives und für diesen Anwendungsfall, den man da im Auge hatte, gut geeignetes Modell.
Und für genau diesen Anwendungsfall wollte die Deutsche Reichsbahn dann eine Diesellokomotive haben. Und dann hat man sich natürlich gedacht, naja, wir haben den unteren Teil, haben wir schon entwickelt. Wir bauen gerade Lokomotiven auch auf diesem Fahrgestell. Das war auch noch ein weiterer Punkt. Das heißt also 1924 wurden diese T18 Baureihe 78 auch noch gebaut. Das war also ein top aktuelles Modell in diesem Sinne. Und das war ein weiterer Punkt, warum sich genau das natürlich angeboten hat. Man hatte also jetzt ein Fahrgestell unten. Das seht ihr auch. Da haben wir pro Seite quasi hier ein vorangestelltes Drehgestell mit Laufrädern, was so ein bisschen für die Spurführung und die Laufruhe sorgt. Und drei große Treibräder in der Mitte, die angetrieben werden von zwei Zylindern, die sich dann hier jeweils seitlich vorne befinden. Das war das Grundkonzept, was man unten hatte bei der Baureihe 78, aber dann eben auch hier bei der V3201. Dann hat man gesagt, gut, wir haben also unten fertig, bauen wir oben drauf doch statt einer klassischen Dampflokomotive mal eine schöne Diesellokomotive drauf. Und das hat man gemacht. Man hat einen 6-Zylinder-Dieselmotor genommen mit maximal Kurzzeitleistung ungefähr 1300 PS, Maximalleistung in der Lokomotive dann ungefähr 1200 PS und normale Regelleistung um die 1000 PS. So. Das war ein relativ starker Dieselmotor, der normalerweise im U-Boot-Bau vorher eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg und den man quasi übrig hatte. Das war ja auch erstmal ein Experimentalmodell. Also, wir haben den Dieselmotor, der funktioniert, der getestet war, der im Ersten Weltkrieg in den U-Booten entsprechend auch gelaufen ist, also wo man wusste, der hat auch die Möglichkeit, langfristig auf der Strecke zu funktionieren. Also, Motor haben wir. Chassis, Fahrgestell, unteren Teil haben wir auch. Was jetzt noch fehlt, ist die Verbindung zwischen den beiden. Und das ist das, wo es interessant wird, weil das fehlte damals. Man hatte eine klassische Dampflokomotive, wo man also den Dampf in den Zylinder geleitet hat und in dem Zylinder aus eben der Energie des Dampfes eine Bewegung wurde. Und diese Bewegung wurde dann eben in Vortrieb umgesetzt mittels des Gestänges. Kennen wir alle. Das ist diese typische Bewegung, dass hier vorne quasi diese Stangen sich bewegen und dann dadurch die Treibräder angetrieben werden. Das hatte man also von der Dampflokomotive, das kannte man. Was man aber 1924 noch nicht kannte, waren solche Systeme wie zum Beispiel ein dieselelektrischer Antrieb oder ein dieselhydraulischer Antrieb, wie wir sie heute in Diesellokomotiven haben. Und dementsprechend fehlte zwischen dem Dieselmotor und dem Fahrgestell der Lokomotive also die Verbindung. Man hat sich da dann für eine Experimentalvariante erstmal entschieden, und zwar für eine Pneumatik. Und das macht diese Lokomotive eigentlich so spannend, denn es ist eine Druckluftlokomotive. Das heißt, der Dieselmotor in der Lokomotive, der versorgt eigentlich eine Pumpe, und diese Pumpe baut Druck auf und diese Druckluft wird dann in die Lokomotivzylinder gegeben und tut dort das Gleiche, was vorher der Wasserdampf gemacht hat bei der Dampflokomotive. Das heißt also, die heiße, komprimierte Luft expandiert im Zylinder und setzt daraufhin das Gestänge in Bewegung, was wiederum die Laufräder in Bewegung setzt. Das war der Grundgedanke. Also man hat gesagt, okay, wir haben statt einfach einer Dampflokomotive, die Dampf produziert, haben wir einen Dieselmotor und dieser Dieselmotor produziert Druckluft, ähnlich komprimiert wie der Dampf der Dampflokomotive und im Zylinder expandiert das. Allgemein war das Prinzip natürlich vom Gedanken her gar nicht schlecht, weil man relativ wenig ändern musste. Also man musste quasi nur den oberen Teil der Lokomotive ändern. Unten konnte alles so bleiben, wie es war. Man kannte sich damit aus, man hatte die entsprechenden Wartungsmöglichkeiten, das Personal kannte sich damit aus. Also gedanklich gar nicht so schlecht. Allerdings haben wir in der Praxis damit ein Problem. Und zwar, was passiert, wenn man Luft komprimiert? Wenn man Luft komprimiert, dann geht ganz, ganz viel dieser Kompressionsenergie in Hitzeentwicklung über. Das heißt also, diese Energie
quasi geht dann einfach weg. Die verschwindet in Anführungszeichen als nutzbare Energie in dem Moment. Das ist ähnlich wie beim Verbrennungsmotor im Allgemeinen, wo ja auch viel Energie einfach in die Abwärme geht. Das heißt, das ist ja, die Energie ist ja nicht weg, die Energie ist halt nur nicht mehr praktisch nutzbar in dem Moment. Das gleiche Problem habe ich hier natürlich dann in zweifacher Hinsicht. Ich habe es einerseits bei dem Dieselmotor, wo ich also die Wärmeentwicklung habe und die Wärme nicht nutzbar ist. Und dann habe ich das Ganze hier eben auch bei der Komprimierung der Luft zur Druckluft. Ihr kennt das Prinzip wahrscheinlich eher andersrum. Also wenn ihr jetzt eine Sprühdose habt, in der auch eben Druckluft drin ist und ihr sprüht damit lange, dann wird die kalt, weil eben die Energie dann ja auch rausgeht quasi durch die Expansion und die vorher in der Druckluft gespeichert war. Hier ist es halt genau andersrum und dementsprechend wurde das Ganze dann auch wieder aufgeheizt zusätzlich, sodass eben dann warme Druckluft mit zugeführter Energie in diese Zylinder reinging. Also es war im Endeffekt, um es klar zu sagen, kein wirklich erfolgsversprechendes Prinzip, was man dann festgestellt hat. Man hatte einen sehr, sehr niedrigen Wirkungsgrad. Das waren allerdings alles Sachen, die man eben erst im Betrieb rausgefunden hat. Also man darf das Ganze eben nicht verteufeln und sagen, oh, furchtbare Idee, hat von vornherein nicht funktioniert, sondern es ist ein Experimentalfahrzeug, was man auch tatsächlich auf die Schiene gebracht hat. Also man hat 1924 angefangen, das zu entwickeln. 1927 war man mit dem Prototypen, so wie er hier steht, andere Farbgebung, aber ungefähr so, fertig. Hat dann 2 Jahre lang Erprobungsfahrten gemacht und tatsächlich das Ganze, weil es da war und funktionierte, 1929 auch in den Regelbetrieb übernommen. Man war allerdings nicht so zufrieden damit, dass man das in irgendeiner Form weiterführen wollte, das Prinzip der Druckluftlokomotive. Man hat also gesagt, naja, es funktioniert, aber es ist total ineffizient. Um das mal in Zahlen für euch zu übersetzen, der Wirkungsgrad dieses Antriebes hier, wie er dort verbaut ist in der Lokomotive, liegt bei um und bei 25% ungefähr. Das heißt also 25% der Energie quasi, die hier verwendet wird, kann überhaupt in Vortrieb umgesetzt werden und 3/4 der Energie verschwindet einfach in die Umgebung in Form von Wärme zum Beispiel oder überwiegend in Form von Wärme. Das macht das Ganze natürlich denkbar teuer im Betrieb und auf der anderen Seite eben auch leistungsschwach. Das heißt, also im Allgemeinen hatte diese Lokomotive etwas niedrigere Leistungswerte als ihre dampfbetriebene Schwester, die Baureihe 78. Was natürlich jetzt auch nicht dazu geführt hat, dass man von diesem Konzept so überzeugt war. Das heißt, also, man war weniger effizient als mit der Dampflokomotive. Man hatte eine niedrigere Kraftentwicklung. Und dann war das Ganze auch noch denkbar kompliziert. Das heißt, es mussten viele neue Teile neu entwickelt werden. In Summe war es also so, dass das Konzept nicht überzeugen konnte. Und trotzdem hat man eben eine lauffähige Lokomotive hinbekommen. Und diese Lokomotive war dann auch ungefähr 4 Jahre im Betrieb, im Einsatz im süddeutschen Raum. Man hat Erfahrungen dort gesammelt und Teil dieser Erfahrung war eben auch, dass man das Konzept nicht weiterverfolgen möchte, weil es weniger effizient ist, weil es relativ aufwendig ist. Aber man darf nicht vergessen, es sind hier schon viele moderne Elemente verbaut, die diese Lokomotive dann auch so ein bisschen zum Vorreiter gemacht haben von dem, was danach kam. Also es gibt ja noch weitere Varianten. Wenn man den Motor verbinden will mit dem Chassis bzw. mit den Rädern, um die Kraft auf die Schiene zu bringen. Wir haben also hier diese pneumatische Variante mit Druckluft, die nur, ja, die funktioniert, aber die eben nicht effizient funktioniert. Es gibt dann die Variante einer Hydraulik. Der Vorteil bei der Hydraulik ist, dass eben nicht wie hier bei der Luft irgendwas aus dem System rausgeht, sondern dass eben die hydraulische Kraftübertragung ein in sich geschlossenes System ist, was natürlich auch dazu führt, dass das Ganze deutlich, deutlich effizienter betrieben werden kann. Und die dritte Variante, die auch
heutzutage die meistgenutzte Variante darstellt, tatsächlich bei größeren Diesellokomotiven, ist die sogenannte Dieselelektrik. Das heißt also, wir haben einen Dieselmotor, der im idealen Drehzahlbereich Strom erzeugt. Und dieser Strom wird dann über Elektromotoren in den Drehgestellen bzw. in den Achsen in Vortrieb umgesetzt. Diese dieselelektrischen Antriebe haben natürlich auch noch den weiteren Vorteil, dass man sehr, sehr wenig Wartung hat im Vergleich zum Beispiel zu einer hydraulischen oder sogar pneumatischen Lokomotive. Was gibt es hier an Elementen, die man also später wiederverwendet hat? Das eine ist der Grundaufbau der Lokomotive, was zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass das vielleicht auch ein sinnvolles Konzept ist. Also die klassische Dampflokomotive zu diesem Zeitpunkt hatte ja am hinteren Ende einen Fahrstand und dann konnte man an der Lokomotive eben vorbeischauen. Man hat sich hier entschieden, zwei Fahrstände zu verbauen und das wurde auch der Standard für diese Lokomotiven in der Regel, außer man hätte eben in der Mitte einen Fahrstand teilweise, weil man ja in beide Richtungen gucken wollte. Das hat hier zwei Gründe. Das eine ist, dass man den Raum brauchte, einerseits um den Laufgang zu haben, um den Motor eben pflegen zu können, auf der anderen Seite aber zum Beispiel hier drüben dann auch für sowas wie Tanks und solche Sachen. Das heißt, dieser große Motor brauchte entsprechend viel Platz und so hatte man gar nicht die Möglichkeit, daran vorbeizuschauen. Also hätten wir jetzt nur auf einer Seite hier einen Führerstand und hätten dann hier im Endeffekt die Lokomotive bis nach vorne durch, braucht man für den Motor hier mehr Platz als für einen Dampfkessel mit all seiner Technik dabei. Und das sorgt dafür, dass man gar nicht nach vorne hätte an dem Kessel bzw. hier eben an dem Motor vorbeischauen können. Insofern brauchte man diese beiden Fahrstände per se schon mal dafür. Das Ganze wurde dann aber ja zum de facto Standard, kennt ihr heute von quasi jeder Lokomotive, dass sie, wenn es eben eine größere Streckenlokomotive ist, auf beiden Seiten einen duplizierten Führerstand hat. Das ist also hier ein sehr modernes Bauelement. Ein weiteres Bauelement, was ihr bei Lokomotiven aus der Zeit häufiger sehen werdet, ist dann hier diese relativ großen Kühler pro Seite, die da so ungeschützt in der Gegend sind. Das war die erste Generation an Kühlern. Die nächste Generation hat dann schon gewisse Schutzelemente davor bekommen und die wiederum dann nächsten haben so richtige Gitter und einen Umbau komplett, sodass man da eben auch keine Steine, Schotter oder sowas dann mehr in diese Kühler reingeworfen bekommt. Bei dieser Variante ist es so, dass der Kühler eben vollkommen ungeschützt an der Stirnseite der Lokomotive liegt und alles, was hier irgendwie auf der Strecke quasi da lang fliegt, in diesen Kühler reingeht. Das ist zum Beispiel so ein Element, wo man ganz klar sieht, es handelt sich eben um eine sehr, sehr frühe Entwicklung einer bestimmten Lokomotivart. Das soll es aber so zur Historie schon mal gewesen sein. Es gibt also wirklich nur, oder es gab wirklich nur dieses eine Exemplar. Dieses eine Exemplar war 4 Jahre in Betrieb und wurde dann 1933 abgestellt. Und danach wurde das Thema eben einer dieselpneumatischen Streckenlokomotive ad acta gelegt und man hat sich auf andere Varianten konzentriert. Deswegen gab es das Ganze hier auch im Set. Das hatte ich ja eingangs gesagt, das ist ein Set, bestehend aus 3 Lokomotiven, wovon eine eben die V120 ist. Mit dabei in diesem Set waren damals auch die V140 und die V188. V140 war dann die dieselhydraulische Variante einer Lokomotive und die V188, das ist diese Doppellokomotive, das war dann eine dieselelektrische Lokomotive. Das heißt also, man befand sich damals wirklich in der Phase, wo man diese verschiedenen Übertragungswege von der Motorenergie auf die Schiene ausprobiert hat, um dann überhaupt erstmal herauszufinden, was ist eigentlich die ideale Variante für die Anforderungen, die wir hier haben. Das hier war es eben nicht. Nichtsdestotrotz ein spannendes Modell, was Märklin relativ häufig rausgebracht hat. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen zum Modell selber kommen. Es gibt diese Variante hier, das ist also die 34203. Es gibt das Ganze dann hier aber auch noch als
37203 in Blau-Rot oder 37201 von 2004 als MHI-Sondermodell mit Fotoanstrich. Es gibt davon auch andere Varianten, noch älter, mit einer vierstelligen Nummer, wo die Lokomotive dann schwarz ist mit dem roten Fahrgestell dazu. Die gibt es also schon relativ lange bei Märklin immer mal wieder. Meistens, wenn irgendwann zeitgleich oder in der Nähe der Zeit eine sogenannte Baureihe 78 eben rausgebracht wurde. Das ist eine Sache, die mich jetzt auch gewundert hat. Wir haben hier eine relativ aktuelle Baureihe 78 bei Märklin im Programm. Und ich hätte jetzt zum Beispiel für die Sommerneuheiten 2022 erwartet, dass man vielleicht so eine Lokomotive hier wieder rausbringt und sagt, Mensch, wir haben ja sowieso gerade eine Baureihe 78. Und dann bauen wir jetzt einfach mal oben ein bisschen was anderes drauf und können diese Tradition an Sondermodell hier fortsetzen, dann in einer aktuellen Variante. Die Variante hier ist tatsächlich nicht aktuell, stammt eben aus dem Jahr 1999, ist darum eine Delta-Lokomotive. Und was Delta bedeutet, wird der eine oder andere von euch schon wissen in Bezug auf die Fahreigenschaften. Und wer es noch nicht weiß, wenn ihr hier dran bleibt und wir uns gleich mal auf die Anlage begeben, dann werdet ihr das sehen, was das denn so bedeutet. Bevor wir uns jetzt aber auf die Anlage begeben, möchte ich mit euch noch mal ein paar Details hier durchschauen. Es gibt zwei unterschiedliche Seiten, und zwar gibt es hier eine Seite, auf der eben primär der Motor sich im Original ja befindet. Die ist relativ glatt und schier, allerdings sind hier schön diese Nieten überall am Modell, das ist schön fühlbar. Und auch sonst gibt es hier noch ein paar kleinere Details, wie eben zum Beispiel dann in diese Öffnungen hier die entsprechenden Klappen oder ähnliches. Das ist auf der Seite hier auf jeden Fall ganz angenehm gelöst. Was mir dann wieder ein bisschen negativ auffällt, ist zum Beispiel, dass es sich bei diesem Einsatz hier um ein schwarzes Plastikteil mit dem Fenster drin handelt und der Rest außenrum eben diese Metallfarbe hat und auch aus Metall ist. Was man noch wissen muss, ist, die angesetzten kleinen Leiterchen hier, die sind alle aus Plastik, das ist also kein Metall. Hängt auch damit zusammen, dass man beim Öffnen diese Leitern ja hier bewegen muss. Und dann ist es natürlich wenig hilfreich, wenn wir jetzt mal hier diese nehmen. Seht ihr, wenn das jetzt Metall wäre, dann könnte ich das ja nicht mal eben so machen, dass sich das wieder selbstständig zurückbewegt. Insofern ist Plastik hier, glaube ich, schon eine ganz gute Wahl für diese einzelnen Griffstangen, auch wenn es ein bisschen unter dem Regelstandard von Märklin ist. Was wir dann haben, sind hier diese Gitter, die sind nicht angesetzt oder so, sondern es handelt sich wirklich nur um an dem Lokomotivkörper vorhandene Gitter. Aber dafür gibt es dann andere schöne Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier diese kleine silberne, ja, was ist das? Wahrscheinlich ist es eine Art silberne Tröte, ein silbernes Horn, sowas in der Art. Die Front der Lokomotive ist dann auch ansprechend gestaltet mit diesen Kühlelementen hier. Das soll also ein Kühler sein mit der entsprechenden Nummer mit zwei Front- bzw. Rücklichtern. Dann sieht man, so brachial sah diese Lokomotive eigentlich von der Planung her aus. Auf der anderen Seite wird es dann ein bisschen spannender. Gegenüber den vorher doch sehr flachen haben wir hier dann eine komplette Fensterfront, komplett genietet mit sowohl runden kleinen Fenstern als auch mit eckigen größeren Fenstern. Die Fenster unterscheiden sich auch, wie ihr seht, hier jedes zweite. Das ist auch sehr dem Original entsprechend, zumindest was man von den Fotos her sehen kann. Und auch wenn jetzt das darunter nur ein Stück Papier bzw. Pappkarton ist, was den Motor repräsentieren soll, sieht das jetzt durch das Fenster hier zumindest für mich ganz okay aus. Natürlich wird da so ein 3D-Motor aus Plastik besser im Durchschauen, aber das sieht auch gut aus. Was hier auch wieder ein bisschen irritiert, sind zwei Plastikteile auf der Seite, und zwar ist es das hier oben und das da. Das sind nämlich einfach schwarze Plastikteile, ähnlich auch hier diese gesamte Abdeckung hier oben. Das passt nicht so richtig zu dem sonst so hochwertigen Metall hier, einfach dann schwarzes Plastik anzusetzen, weil man es gerade hat wahrscheinlich. Im unteren Bereich eigentlich überhaupt kein Unterschied zu der Baureihe 78. Das heißt, ich habe hier vorne
mein Laufradgestell. Dann habe ich hier meine drei Treibachsen und hier habe ich nochmal ein Laufradgestell. Das ist soweit unauffällig, gut nachgebildet. Was mir bei der Modellvariante jetzt hier nicht in den Kopf rein will, ist, warum wir die Stangen tatsächlich schwarz angemalt mitbekommen haben und die Räder in Rot. Das ist für mich ein etwas mysteriöser Mix. Entweder kenne ich das beides in Rot, beides gar nicht angemalt oder beides in Schwarz. Aber ein Mix aus beiden Farben finde ich doch etwas verwunderlich auf den ersten Blick. Ja, also, das ist der Detailblick auf das Modell. In Summe muss man sagen, schon ein zwar optisch nicht schönes, aber durchaus interessantes und auch in Anbetracht des Alters sehr angenehm detailliertes Modell von der Optik her. Ob die 100%ig genau ist, ist heute tatsächlich schwer rauszufinden, weil es eben nur dieses eine Exemplar gab und davon auch nur so ein paar Bilder, nur ein paar Fotos, nicht jedes Detail in x-facher Variante irgendwo fotografisch dokumentiert. Oder wie bei anderen Baureihen, wo es einfach mehrere Lokomotiven gab, gab es einfach auch mehr Chancen, diese Lokomotive irgendwie im Bild festzuhalten. Hier ist es ja so ein extrem unerfolgreiches Modell, was gerade mal 4 Jahre im Einsatz war. Da gibt es einfach nicht so viele Bildexemplare oder Bilder, Materialien, irgendwas dazu, dass man rausfinden kann, wie detailreich das Original eben in dem Vergleich zu diesem Modell hier wirklich war. Aber Details und Historie, das ist alles spannend, aber so richtig spannend wird es ja eigentlich erst auf der Anlage und da gehen wir jetzt mal hin. Bereit für die Testrunde steht die V120 hier am Signal. Wie immer fahren wir hier einmal im Kreis, R1-Kurven, Bogenweichen ein, NEM-konformer Bahnsteig, alles dabei und wir geben einfach Vollgas und schauen mal, was passiert. Zur Steuerung habe ich hier wieder die App der Central Station 3 auf meinem iPad und da seht ihr hier schon in der Mitte die V120 mit dem MM bzw. Delta-Protokoll und ja, wir geben jetzt einfach mal Vollgas und gucken, was uns hier erwartet. So, das war doch relativ beeindruckend. Also, Delta-typisch haben wir überhaupt keine Beschleunigungsverzögerung oder Bremsverzögerung hier. Das gibt es dort nicht. Das müssen wir alles manuell machen. Die Geschwindigkeit fand ich jetzt überragend hoch. Also, das liegt auch daran, dass auch der Delta-Decoder hier am Ende einfach Maximum gibt und es keine weitere Einstellung gibt. Aber die Fahreigenschaften super sicher. Also wirklich auch in dieser Hyperspeed-Geschwindigkeit hier vollkommen sicher durch die R1-Kurven. Lieblingsthema bei Delta-Lokomotiven ist ja immer die Langsamfahreigenschaften, die es de facto ja gar nicht so richtig gibt. Also die Lokomotive steht hier und wenn wir jetzt mal versuchen, langsam anzufahren, wird das schon wirklich eine Herausforderung. Also ihr seht, es ist verdammt herausfordernd, hier einen sauberen Geschwindigkeitsaufbau beim Rangieren hinzubekommen, bei höheren Geschwindigkeiten, alles sahnemäßig.
sind wir wieder zurück. Ja, Fahreigenschaften. Ich bin gut drauf, beschreiben es euphemistisch und sagen ausbaufähig. Man könnte auch sagen, Delta-Lokomotiv-Fahreigenschaften sind grottenschlecht. Also ich weiß nicht, ob 1999 die Ansprüche des Modellbahners so viel niedriger waren an das Thema Anfahren, Abbremsen als heute. Offensichtlich, also sonst hätte das ja niemand gekauft, wenn die Lokomotive 1999 genau so angefahren ist mit einem Delta-System, hätte die wahrscheinlich keiner gekauft. Auf der anderen Seite hatte man damals eben durch die Drehreglerfunktionen jetzt bei einer analogen Anlage auch einen komplett stufenlosen Antrieb eigentlich, sodass man vielleicht ein bisschen gefühlvoller Gas geben konnte als jetzt heute mit einer digitalen Anlage. Das ist aber jetzt nur eine wirkliche Annahme. Also man muss sagen, diese Fahreigenschaften sind nicht auf der Höhe der Zeit. Wenn ihr die Lokomotive behalten wollt, gibt es ein paar Wege und Varianten, wie ihr das ändern könnt. Also die erste Variante ist, dass ihr den Motor umbaut. Da ist hier ein Allstrom-Trommelkollektor-Motor noch drin. Ihr könnt den einfach austauschen gegen einen Hochleistungsantrieb von Märklin. Das ist das Schöne. Es gibt immer noch diese ganzen Veränderungsmöglichkeiten und Ersatzteile. Das heißt, ihr könnt eine Lokomotive von 1999 auf einen mehr oder weniger aktuellen Stand bringen vom Motor. Also, das ist die Variante 1, würde ich euch, wenn ihr die Lokomotive behalten wollt, auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Und dann würde ich euch auch ganz dringend ans Herz legen, in dem Schritt wegzugehen von dem alten Delta-Decoder hin zu einem echten Decoder. Dann habt ihr von den Fahreigenschaften her ein Modell, was sich mit den aktuellen Lokomotiven wirklich messen kann. Von der Geräuschkulisse nicht, deswegen würde ich euch auch keinen Sound für dieses Modell empfehlen. Also wenn ihr dann Sounddecoder nehmt, ist das aus meiner Sicht ein bisschen Perlen vor die Säue. Denn ihr werdet immer aufgrund der Zahnräder, die ihr hier hinten auch so schön unten an der Lokomotive sehen könnt, an den Achsen jeweils, diese Zahnräder machen einfach eine gewisse Geräuschkulisse auf dem Gleis. Mag man entweder oder mag man nicht. Das Geräusch ist aber immer da, egal was für ein Decoder, egal was für ein Motor ihr da drin habt. Das liegt einfach an der Übertragung in diesem Modell selber hier. Und da glaube ich persönlich, ist Sound einfach nicht notwendig, weil das immer so laut ist, dass ihr den Sound damit erstmal übertönen müsstet. Ja, also das könnt ihr machen. Für den Fahreigenschaften würde ich das auch dringend empfehlen, denn ansonsten hat man wenig Spaß, wenn die Lokomotive plötzlich so ruckelt und losschießt und dann wieder dies und dann wieder jenes. Also Delta-Fahreigenschaften im Standard ganz, ganz gruselig. Wie sieht denn der Rest der Technik aus? Ist der auch so gruselig? Das werden wir jetzt mal prüfen. Wir schauen mal gemeinsam rein, was steckt da eigentlich unter der Haube und wo müsste man da was tun, um eben auf den aktuellen Stand der Dinge zu kommen. Das Ganze ist beschrieben in der Anleitung. Und zwar auf der Seite 4. Wie nehme ich das Gehäuse ab? Ihr seht, es ist relativ einfach und zwar haben wir oben dieses schwarze Plastikteil, was wir abnehmen. Dann haben wir eine Schraube und wir dürfen nicht vergessen, unsere Leiter zu lösen, damit wir das Ganze aufmachen können. Das werden wir jetzt mal machen. Das heißt, wie eben beschrieben, wir haben hier oben die Abdeckung aus Plastik. Die kann man hier tatsächlich relativ einfach hochnehmen, abnehmen. Dann sieht man hier die Schraube und wir sollten ja vorher dran denken, dass wir hier die Leiter lösen. Das Ganze gilt selbstverständlich beidseitig. Und wenn wir jetzt schrauben, ist unsere Lokomotive schon offen. Einmal wackeln. Offen ist sie. Wir schauen uns erstmal das Gehäuse an. Ihr seht, das ist ein Metallgehäuse hier. Und wir haben einiges an angesetzten Plastikteilen in diesem Metallgehäuse. Also hier diese Seitenteile, diese Zylinder, diese Leitern. Und wenn man reinguckt, sieht man hier die quasi offene Lokomotive mit den Plastikabdeckungen. Und das hier ist Pappe. Und diese Pappe simuliert quasi den Maschinenraum, das heißt, der ist hier oben
sind so Rohre und sowas drauf gedruckt. Das heißt, wenn man dann hier reinguckt, sieht das entsprechend aus. Ansonsten hat das schon ein ganz ordentliches Gewicht, das Teil hier, muss man ehrlich sagen. Und da merkt man eben, das ist Metall. Und ich denke auch entsprechend lang haltbar. Was steckt dann drin? Und da sind die Delta-Lokomotiven ja immer erfrischend einfach aufgebaut. Das heißt, was könnt ihr hier sehen? Wir haben hier einmal den Motor. Das ist dieser klassische dreipolige Motor. Hier eben nicht mit dem Permanentmagneten, sondern mit dem Elektromagneten. Das Ganze wird angesteuert hier über den Delta-Decoder. Der befindet sich hier mit seinen 4 Pins zur Einstellung. Und hier nochmal Erinnerung. On bedeutet eben in diese Richtung zu schieben, das steht ja hier auch. Und wenn man alle auf 0 stellen würde, von 1 bis 4, alle jetzt in diese Richtung hier, dann wäre es eine analoge Lokomotive. Ansonsten kann man hier gar nicht viel sehen. Wir sehen jetzt natürlich noch mal ein bisschen genauer das Gestänge hier. Hier vorne gibt es eine klassische Glühbirne. Das ist hier auf der Rückseite auch so. Und was ich auch auf der Rückseite hier noch sehen kann, sind die Zahnräder, die von der Motorwelle eben runtergehen an die angetriebenen Achsen. Und das war es schon an Innenleben, wenn wir uns das jetzt vorstellen zu dem, was wir an Lokgehäuse haben. Also wenn wir das mal da drüber halten, dann seht ihr, da ist viel, 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 viel Platz drin. Das heißt also, man hat tatsächlich... Hier in diesem ganzen Bereich hätte man jetzt noch die Möglichkeit, was unterzubringen, sei es zum Beispiel ein Lautsprecher für einen Sounddecoder und ähnliches. Und ich glaube auch, dass hier in dem Bereich absolut genug Platz ist für jegliche Art Decoder. Und natürlich gibt es hier auch ein Hochleistungsantriebsumbauset. Also man kann diese Lokomotive sehr, sehr leicht, denke ich, auf einen wirklich hochmodernen Stand bringen. So viel also zum Innenraum. Zusammenbauen geht genauso leicht wie auseinandernehmen. Dann muss man eben nur noch geschickt sein beim Anklippen der Leitern, zuschrauben und das Modell ist wieder wie vorher. Wieder zu, die Lokomotive. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Ist es ein Modell, was ich euch empfehlen würde? Es hängt stark davon ab, was ihr für ein Sammlergebiet habt, beziehungsweise was ihr für eine Anlage habt. Also erstmal ist natürlich die grundsätzliche Frage, findet ihr die schön? Wenn ihr die schön findet, so wie sie ist, entweder in der Variante oder einer der anderen Farbvarianten, dann könnt ihr euch sie sowieso holen, weil dann lässt ihr sie einfach schön irgendwie über die Anlage fahren und erfreut euch daran. Wenn es euch jetzt eher inhaltlich um die Modellbahn geht, dann ist das eine Lokomotive, die ist was für euch, wenn ihr euch interessiert für den Übergang zwischen Diesel und Dampf, dann ist das ein ganz interessanter Technologieträger, den man sich einfach mal anschauen sollte und der vielleicht auch sich im Regal gut macht. Mit Umbau des Motors und des Decoders dann auch auf der Anlage. In allen anderen Fällen glaube ich, dass ihr für euer Geld auch was optisch Ansprechenderes bekommt, weil ich finde, das Ganze hat einfach so ein, ja, es sieht so ein bisschen unfertig aus. Also wenn ich mir vorstelle, diese Lokomotive wäre in Serie gegangen, hätte man da auch noch auf jeden Fall was ändern müssen, weil so sieht sie wirklich irgendwie unfertig aus. Auf der anderen Seite ist das auch genau das, was das Modell irgendwie ausmacht. Preis-Leistungstechnisch, wenn ihr aktuell bei eBay guckt, bekommt ihr diese Lokomotive irgendwo zwischen 140 und 170 Euro meistens einzeln. Meistens auch in der anderen Farbvariante. Das ist nicht wirklich günstig, aber denkt dran, die Technik ist auch mehr oder weniger unzerstörbar. Also die alten Decoder, das Getriebe, das ist alles schwere Qualität. Das ist alles aus Metall. Das hält auch nochmal 30 Jahre. Es hat jetzt schon über 20 Jahre gehalten, das hält auch nochmal 30 Jahre. Insofern ist es schon eine langfristige Investition, aber die Optik ist eben sehr, sehr fragwürdig. So viel jetzt also zu dem Modell hier. Und bei mir darf sie jetzt doch nochmal ein paar Runden auf der Anlage drehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, Wünsche, Kommentare,
schreibt es gerne einfach unten rein. Auch was ihr allgemein von dem Modell hier denkt. Ob das was für euch ist, würde mich sehr interessieren. War jetzt mal ein bisschen was anderes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, wir machen ein Log-Review bei Jones Moba. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Hey.